You ready, killer? Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Borderlands 3. Heute geht es wieder um eine weitere neue Waffe, und zwar eine Waffe, die im letzten Hotfix nochmal gebufft wurde, nochmal einen leichten Schadensupgrade bekommen haben. Ihr seht das hier momentan am Target-Dummy im Hintergrund ganz gut, welche Schadenzahlen da bei meinem momentan hier Flag, den ich hier nutze, nach oben gehen. Die Werte sind auf alle Fälle sehr, sehr angenehm. Achtet jetzt momentan nicht hier unbedingt auf den Kälteschaden, denn ja, wir hatten gerade den Action-Skill aktiv gehabt, deswegen gab es hier zusätzlichen Kälteschaden obendrauf. Die Waffe selber macht nur die Schadensart, in der sie fallen gelassen wird, und da haben wir drei Geschmacksrichtungen zur Auswahl, und zwar gibt es sie in den Varianten Feuerschaden, wie ich sie hier aktuell gerade im Einsatz habe, dann gibt es noch Schock und Korrosion. In den drei Schadensarten bekommt ihr die Waffe. War vorher schon eine sehr, sehr schöne Waffe. Ihr seht das hier, Shadowruns of the Vault. Das bedeutet, die müsst ihr nicht nachladen. Das Ding wird einfach nur heiß. Das kennt ihr ja. Und obwohl, wer weiß, ob man es überhaupt so stark kennt. Denn eigentlich muss ich sagen, finde ich, es ist ein relativ selten genutzter Hersteller bei den Waffen. Selten irgendwelche Waffen, die wirklich ganz weit oben sind. Hier sind die Werte. Ich habe jetzt hier extra mal zwei herausgesucht gehabt. Haben wir einmal eine Korrosionsvariante, dann einmal die Feuervariante. Und das Ding ist wirklich, wirklich gut. Macht richtig Spaß. Wir werden es gleich nochmal anschauen. Natürlich optisch, ne? Optisch einfach ein Kindergarten-Comic-Porno oder wie auch immer. Ich weiß es nicht, aber sieht auf alle Fälle geil aus. Das Ding wirklich gefällt mir richtig, richtig gut. Vorne noch so mit der Klinge dran. Und dann die wirklich absolut crazy Farben. Da noch der kleine Kettenantrieb an der Seite. Wirklich cool gemacht, das Ding. Wir schauen uns das natürlich dann auch nochmal hier an im, ja, im Gemetzelschacht. Ihr seht wieder Chaos 4 ausgewählt. Und logisch, durch Fleisch, da haut sie wirklich, also jetzt hier meine Feuervariante, wirklich massiv durch. Habt ihr hier gerade gesehen. Klar, sobald dann die Gegner hier natürlich mit Schilden und Panzerung und so kommen, wird die Sache ein bisschen anstrengender. Ich versuche sie so lange wie möglich zu nutzen hier im Gameplay im Hintergrund. Werde dann aber zwischendurch mal wieder auf Salopp wechseln. Aber hier so bei diesen normalen noch, da seht ihr da verschiedene. Da geht sie wirklich richtig, richtig gut durch. Ist auf alle Fälle eine Variante, die, ja, sag ich mal, in dem einen oder anderen Bild auf alle Fälle sehr, sehr gut seine Daseinsberechtigung haben wird. Und es ist auch eine der Waffen. Es gab insgesamt 13 Waffenbuffs, ja, im letzten Hotfix. Und es ist eine von denen, die wirklich merklich mehr Schaden macht. So muss man sehen. Ihr könnt das ja mal ganz gut testen, indem ihr ganz, ganz schnell ins Spiel reingeht, noch bevor der Hotfix angewendet wird, dann die Waffen nutzt und anschließend natürlich nochmal das Ganze mit dem Hotfix aktiv macht, und dann sieht man so ein bisschen den Unterschied. Und ich muss sagen, von den 13 Waffen bin ich der Meinung, dass die Skexel am meisten gewonnen hat. Gut, sie war vorher auch schon eine gute Waffe. Bei den anderen bin ich mir ehrlich gesagt nicht so super sahne sicher, ob es da die ein oder andere Variante gibt, die man eventuell empfehlen kann. Ich bin da noch am Testen momentan, wie groß da die Unterschiede sind. Ich habe auf alle Fälle schon einige von der Liste heruntergestrichen und sage, okay, die waren halt vorher schlecht, jetzt sind sie okay. Aber ein okay reicht natürlich nicht, um es hier in ein Video hineinzuschaffen. So muss man es auch sagen, denn wenn, ja, wer schon ein Video machen zu einer Waffe, dann muss sie auch wirklich, wirklich performen. Die Skexel macht das. Alle anderen bisher aus den Buffs habe ich noch nicht gefunden, dass da wirklich welche dabei sind, die wirklich, ja, sage ich mal, jetzt wert sind, auf einmal bei euch in den Slots 1 bis 4 von eurem Charakter zu landen. Den ein oder anderen Test, wie gesagt, werde ich noch machen. 1, 2, 3 Waffen habe ich noch eventuell im Verdacht, dass die vielleicht eventuell großartig sind. Aber die Skexel ist auf alle Fälle wirklich sehr, sehr gut geworden. Und hier natürlich nochmal ganz wichtig der Hinweis, ne? Schaut mal auf den Bildschirm, dort seht ihr gleich Hotfix Applied. Und das ist ganz, ganz wichtig hier, ne? Das muss bei euch an der Laterne stehen im Hintergrund, damit halt wirklich die neuen Waffenwerte zum Tragen kommen. So. Lange von geredet, dass das Ding toll ist und so weiter und so fort. Ihr seht hier momentan hier bei den ganz gepanzerten Gegnern, wechsle ich hier wieder gerne hier auf The Lob. Aber wo kommt denn die Skexel überhaupt her? Dafür geht es nämlich dann hier rüber nach Pandora. Dort ist unser Ziel Pandora und dann die Klippe des Aufstiegs. Und dann ist der Boss auch gar nicht so weit. Oder ja, doch, ist ja ein Respawn. Ey, was heißt Respawn? Der ist ja immer da. Das ist von der Jagd. Ist das eine Herausforderung? Ganz genau richtig. Von der Sir Hammerlock-Jagd ist das, glaube ich, einer der, ja,
einer der Gegner gewesen, den man legen musste, bin ich mir gerade relativ sicher. Da war auch das Symbol auf der Map, ist auch relativ egal, ist auch jetzt hier gerade im Hintergrund so ein kleines bisschen älteres Gameplay, denn ich habe die Waffe schon mal empfohlen, allerdings war es dort im Verbund entweder mit anderen Waffen oder es ging nur darum, aha, hier ist das legendäre Jagd, genau, es ist ein Ziel der legendären Jagd, gar nicht so schwer, ne, wenn man richtig auf die Karte guckt. Und der ist halt immer da und ich sag mal so, jeder vierte, fünfte Kill, das war so meine Erfahrung gewesen, hat er dann auch wirklich die Waffe fallen lassen. Ist ein kleines bisschen nervig, weil fliegt halt durch die Gegend der Gegner, das ist immer nicht so schön, jedenfalls finde ich persönlich ein bisschen nervig. Gerade, ich hatte ihn gerade gefarmt gehabt mit der Krakatoa, das ist dann, ich hätte mal lieber die Wedding Invitation mit zum Kampf nehmen sollen, ich glaube es wäre schöner gewesen, ihm im Flug herunterzuholen mit der Wedding als mit der Krakatoa, weil die ja auch immer noch erst so diese kleine Vorladezeit sozusagen hat, ehe sie ballert und dann fliegender Gegner. Nee, macht das nicht. Nehmt ihr was Schöneres mit, meinetwegen auch eine Maggie oder sonst irgendwas. Und dann hier vorne direkt hier, wo das Werbeplakat für die Kinder der Kammer ist, dort biegt ihr ab. Dann könnt ihr einmal hier über den gelben Vogelschiss oder halt generell einfach darüber jumpen. Dann gibt es hier eine ganze Menge Skags, die hier spawnen. Ein Dicker ist immer dabei, immer ein Badass. Und da oben ist halt unser Gegner, der durch die Gegend fliegt. Wie gesagt, ich habe hier momentan noch eine alte Skillung, die vom Schaden her nicht so super raushaut. Plus ich habe ja auch nicht die super sahne Waffen hier momentan aktuell so zur Verfügung. Deswegen würde der Kill hier relativ lange dauern, aber das drauf kommt gar nicht an. Squack ist halt derjenige, den ihr haben wollt, den ihr legen wollt. Viele Skaxel, um dann mit der Waffe ja ein bisschen Spaß zu haben. Und damit sind wir durch. Das war's. Das war meine Empfehlung zur Waffe des Wochenendes, sage ich einfach mal. Ich wünsche, euch ein schönes Restwochenende, bleibt gesund, hat euch das Video gefallen, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich riesig drüber freuen. Abonniert den Kanal, wenn euch geschehen, dann verpasst ihr hier weiter kein neues Video. Ich sage bis zum nächsten Mal, so long goodbye, keep gaming, euer Goodie.